Ein Fehler und eine ganze Karriere ist zerstört. Er war erst ein gefeiertes Sportidol, jetzt ist er der Buhmann einer ganzen Nation. Ja, eine Lüge hat alles verändert und jetzt ist bei einem öffentlichen Auftritt das Ganze so richtig eskaliert. Ja, von den süßen Pandas geht's jetzt bei uns zu diebischen Elstern. Diebe werden ja immer dreister. Mit neuen Methoden werden Passanten beklaut und meistens merken die Opfer da gar nichts von. Ja, das sind Methoden, die man eigentlich nur so aus exotischen Urlaubsländern kennt, wie ich finde. Die sind jetzt aber auch mitten in Deutschland unterwegs. Zum Beispiel in Köln. Die neuesten Maschen und vor allem auch, wie man sich schützen kann. Jetzt. Bah, das könnte mich ja aufregen, ne? So, jetzt heißt aber auch hier gut aufpassen. Was sehen Sie auf diesem Bild? Ein Krokodil, ne? Schon mal sehr gut. Aber sehen Sie auch den Menschen? Nein, ich auch nicht. Ja, wir haben die wohl krasseste Bodypainterin, die dieses Werk geschaffen hat, bei der Arbeit getroffen. Da kann man echt staunen, Wahnsinn. Ja, gleich verraten wir Ihnen, was es mit Freak-Shakes auf sich hat und welche coolen Food-Trends gerade Deutschland erobern. Jetzt gibt's aber erstmal die Promi-News. Oh, und jetzt wird's hier richtig lecker, ne? Aber alles Sachen, die ich, glaube ich, noch nie gehört habe. Hier, pass auf. Freakshake, Waffeldöner und Poutine. Das sind alles so neue Foodtrends aus den USA, die jetzt gerade nach Deutschland schwappen. Ja, auch hier lösen die gerade einen riesigen Hype aus. Was so besonders daran ist, wir haben sie getestet. Da sind wir wieder bei TAF und es klingt ja eigentlich total absurd, ne? So viele Menschen sind in Deutschland verzweifelt auf der Suche nach Arbeit und so viele Arbeitgeber suchen händeringend neue Mitarbeiter. Ja, wir haben monatelang Arbeitslose auf Jobsuche begleitet. Steve zum Beispiel fällt es schwer, dem Hartz-IV-Kreislauf zu entfliehen. Liz ist auf ein dubioses Jobangebot reingefallen, was mehr verspricht, als es hält. So, da sind wir wieder zurück bei TAF. Mal ehrlich, wer hier von euch da hinten, wer ist ein guter Autofahrer? Hier ich. Ich werde gerade sogar Rennfahrer. Ha! Okay, ich finde auch, ich bin ein ziemlich guter Autofahrer. Klar, wir alle denken natürlich, wir sind die besten Autofahrer der Welt. Ja gut, das trifft jetzt aber auf die Fahrer, die jetzt gleich hier kommen, eher nicht zu. Ne? Ganz im Gegenteil, es sind die schlechtesten Autofahrer der Welt.